Ja, ich möchte Sie alle zunächst herzlich begrüßen zu diesem Treffen hier, diesem Linux-Treffen in unserer Schule. Ich weiß nicht, ob es sich allgemein herumgesprochen hat. Wir haben ja in diesem Jahr 2006 auch das Jahr der Informatik hier in der Bundesrepublik. Die Bundesforschungsministerin Annette Chauvin hat es am 17. Januar in Berlin offiziell eröffnet. Und dazu habe ich ein paar Tage später ein Interview in der Zeit gelesen mit dem Vorstandssprecher des Softwarekonzerns SAP. Und er wurde da von dem Journalisten gefragt, hören Sie mal, 2006, das ist ein Mozart-Jahr, das ist das Jahr der Weltmeisterschaft, das ist das Sigmund Freud-Jahr, das ist das, was hat er noch gesagt, achso, das Jahr des Neandertalers. Und jetzt kommen Sie aber noch mit Ihrem Informatik-Jahr. Und ist das nicht ein bisschen viel und was soll das? Und die Antwort war ja. Die anderen Sachen sind natürlich auch wichtig, Mozart, Freud sicherlich, aber das ist ja nun etwas, was in der Vergangenheit gewesen ist. Das Informatikjahr will bewusst machen, worin unsere Zukunft besteht. Und bewusst machen, in welchem Maße, vergleichlichen Maße und vielleicht auch unvorstellbaren Maße, wir bereits abhängig sind. Was wäre, wenn irgendwo weltweit oder auch nur in bestimmten Teilen das Internet ausfallen würde, überhaupt die ganze Technologie ausfallen würde. Davon macht sich, meinte der Vorstandssprecher, wahrscheinlich so richtig noch gar keiner einen Begriff. Und das wird ja in Zukunft noch immer weiter zunehmen. Und Informationstechnologie heißt in diesem Zusammenhang vor allen Dingen natürlich Software. Und darum geht es ja hier bei diesem Treffen auch, um die Softwareentwicklung, zu der spezifischen Software und worum es dabei im Einzelnen geht, wird Herr Gramlich gleich noch ein paar Worte sagen. Ich möchte noch erwähnen, dass also dieses Treffen organisiert ist von einer Schülergruppe unserer Schule, die also vor 2 oder 3 Jahren sind es jetzt hier, ein Selbstlernzentrum aufgebaut hat, in Zusammenarbeit damals mit der Firma Kreativ. Herr Dr. Meskes gerade da ist, möchte ich herzlich begrüßen in dem Zusammenhang. Er hat uns das ermöglicht, finanziell und auch ideell. Die Rolle von Herrn Bracken, der so vor aus der Ferne das SNZ betreut und auch den heutigen Tag so ein bisschen, und meine Rolle als Schulleiter war eigentlich mehr so die Rolle des von Ferne Zuschauenden. Ich muss zugeben, wir haben da mit etwas angehaltenem Atem zugeguckt. Hoffentlich klappt das und hoffentlich geht das alles gut. Aber ich denke, wenn wir wollen, und das wollen wir an der Schule, dass die Schülerinnen und Schüler selbstständig werden und eigenverantwortlich handeln, dann muss man ihnen die Freiheit dazu geben. Und das haben wir riskiert. Und ich hoffe, es klappt alles. Bisher habe ich gehört, sieht es ja auch so aus. Und ich stehe also hier eigentlich nur im Auftrage der Schülergruppe, denn wir haben, wie gesagt, eigentlich wenig dazu getan. Wir haben nur von der Ferne aus zugeguckt. Ich möchte, soweit ich jetzt noch nicht Herrn Dr. Mist, Herrn Bramlich begrüßt habe, noch begrüßen als Vertreter der Stadt Aachen, unseren Bürgermeister, Herrn Jansen. Schön, dass Sie da sind. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, ich habe soweit alle begrüßt und wünsche also ein interessantes und informatives Treffen hier in Erkelenz. Und ich gebe jetzt mal das Wort an Herrn Bramlich. Ja, herzlichen Dank. Erstmal vielen Dank an die Einladung. Auch ich freue mich, dass der Bürgermeister hier ist. Das ist noch nicht normal. Aber Sie werden jetzt von mir erfahren, was für ein Weltereignis hier stattfindet. Und ich werde Ihnen sagen, warum ich nicht übertreibe. Ich habe hier jede Menge Technik, mit denen ich jetzt Folien und so weiter zeigen könnte. Ich lasse das einfach weg, weil das einfach so lange dauert und ich bin frei genug, auch frei von Linux genug, um das so zu erzählen. Ich habe gehört, jemand in dieser Schule ist engagiert bei der Feuerwehr und hat einen guten Draht zu noch einem bei der Feuerwehr und deswegen ist der Bürgermeister da. Also ich begrüße ihn nochmal. Dann habe ich gehört, dass der Schulleiter und ein gewisser Lehrer, Herr Bracken, dass die was von Freiheit verstehen. Das ist selten in deutschen Schulen. Und dieser Virus der Freiheit, der verbreitet sich weltweit relativ heimlich in einer großen Community und die möchte ich Ihnen ein bisschen vorstellen. Was heute hier stattfindet, ist das erste internationale Treffen von Skole Linux in Deutschland.
wenn Sie sich vorstellen, Skole Linux hat, wenn Sie das installieren, wie Sie das in Ihrem Selbstlernzentrum hier haben, haben Sie ungefähr 900 Softwarepakete, die wir benutzen. Und für jedes dieser Softwarepakete gibt es einen Freiwilligen, wie bei der Freiwilligen Feuerwehr. Deswegen gibt es viele Parallelen dahin. Ein Freiwilligen, der sich um dieses Paket kümmert, dass das sicher ist, dass das weiterentwickelt wird und so weiter. So greifen wir zurück auf mehr als 1200 Entwickler, die weltweit an diesem Projekt mitarbeiten. Und um jeden dieser Entwickler scheren sich so im Durchschnitt 10 Personen. Also können wir von 12.000 quasi Freiwilligen sprechen, die an diesem Projekt mitarbeiten. Und deshalb sehen Sie auch die Dimension von dem, was hier passiert. Ich habe letzte Woche eine Anfrage bekommen, noch schnell, von Lior Kaplan aus Israel. Wir brauchen dringend die hebräische Sprachunterstützung in Skole Linux, weil auch in Israel jetzt einige Skole Linux-Schulen aufgebaut werden. Diese Sachen klären wir hier am Wochenende unter anderem. Wir stehen vor einer neuen Herausgabe der neuen Version und es ist jetzt, wird sozusagen, die Fehler werden gezählt. Gestern lief der Countdown an, es waren gestern noch 19, heute Morgen waren es noch 18. Wenn wir sehr fleißig sind, schaffen wir diese 18 auch. Ich wünsche mir das sehr und möchte einfach in diesem Zusammenhang nochmal allen Entwicklern weltweit danken, die Gelegenheit nutzen und bitte um einen großen Applaus. Jetzt ist es noch meine Pflicht als Verantwortlicher für das deutsche Team. Also es ist sehr gefährlich, mir zu begegnen, denn in der Regel von 10 Leuten, die mir begegnen, ist mindestens einer, der anschließend im Projekt mitarbeitet. Also hüten Sie den Kontakt, seien Sie vorsichtig, denn ich verbreite einen Virus. Und das ist der Virus der Freiheit. Und das dauert eine Weile, bis man davon angesteckt ist. Nur wenn man davon angesteckt ist, insbesondere die Frauen möglich warnen, weil es noch viel zu wenig Frauen in dem Projekt gibt, ich warne Sie, sich anstecken zu lassen, denn ich kann Ihnen garantieren, ohne dass Sie es merken, es ändert Ihr Beziehungsverhalten, es ändert Ihr Wochenendverhalten, es ändert extrem Ihr Schlafverhalten, Ihr Arbeitsverhalten, Ihr Reiseverhalten. Ich hätte schon gedacht, dass ich alter Mann mal nach Athen eingeladen werde, nur um Skole Linux in Englisch vorzustellen. Wenn Sie wüssten, wie schlecht mein Englisch ist, können Sie sich vorstellen, ich bin Fachbereichsleiter einer Volkshochschule und habe das Glück, dass ich dann schnell Nachhilfe bekommen habe in Englisch, damit es nicht ganz so schlecht war. Also Sie trauen sich einfach und es ist einfach üblich, dass man zusammen stottert in allen möglichen Sprachen. Ich habe heute Nacht ungefähr eine halbe Stunde in Französisch gerade gebrochen, um den französischen Team, das ich jetzt hier auch nochmal begrüßen möchte. Um dem zu erklären, was in diesem Programm eigentlich geplant ist, das deutsche Team brauche ich nicht extra zu begrüßen, aber sagen wir mal von den Entfernungen her, finde ich einfach alle, die aus Schweden, Norwegen, Dänemark kommen, die müssen jetzt mal aufstehen. Please stand up, Norwegian Team and Danish Team and our Security Team and yeah. Wir haben dieses Treffen hier und hier treffen sich Leute, die sich sonst nur vom Chat und von E-Mail kennen. Und hier in Erkelenz findet das erste Treffen zwischen dem norwegischen und dem französischen Team statt. Und sozusagen, es findet die Abstimmung statt, was soll als Lernsoftware in unser System mit hinein, dass es auch französische Anforderungen erfüllt, norwegische und deutsche Anforderungen. Und ich möchte Sie einfach bitten, nehmen Sie die Gelegenheit wahr, heute von den Vorträgen vielleicht was mitzunehmen. Sprechen Sie mit den Entwicklern, schauen Sie sich das Selbstlernzentrum an, schauen Sie durch die großartige Unterstützung der Schüler dieser Schule. Auch da brauche ich jetzt einen Applaus. Ich muss sagen, ich war sehr skeptisch, ob die Schüler wussten, auf was sie sich einlassen, was für ein Riesen-Event das ist und was für eine große Unterstützung da nötig ist, um sowas zu organisieren. Wir sind allein 36 Leute von Skole Linux, plus die 10 Helfer. Wir haben ungefähr 50 Leute, die allein dafür sorgen, dass dieser Event stattfinden kann. Und dafür nochmal recht, recht herzlichen Dank. Ich möchte Ihnen noch kurz zeigen, oben an dem Infotisch gibt es ein Programm, das sieht so aus. Und es ist wirklich in deutscher Sprache, Sie brauchen keine Sorge haben. Und dort steht, dass heute noch Workshops stattfinden, also für diejenigen, die DocBook kennenlernen wollen oder die Python, eine Programmiersprache kennenlernen, haben wir Workshops geplant. Es wird jetzt nach mir Knut Irwin sprechen. Das ist der Projektleiter und einer der Mitbegründer von Skole Linux in Norwegen.
Ich weiß nicht, wer die Übersetzung macht, sonst wird, wird in Englisch vorgetragen. Und anschließend wird Thierry aus Frankreich, das kann ich Ihnen nur empfehlen, hier zu bleiben, vorstellen, wie Skolinux in Frankreich plötzlich entstanden ist. Denn Skolinux ist in der Arbeit mit Obdachlosen in Frankreich entstanden. Ein Zusammenhang, über den man sich keine Vorstellung macht in Deutschland und auch sonst wo, was für eine große Bedeutung das haben kann. Das wird Thierry vorstellen aus Frankreich. Und dann bekommen wir von Peter, den habe ich auch schon irgendwo gesehen. He's there, what? Oh yeah. Von Peter noch sozusagen den Stand der Dinge in Englisch vorgetragen, wo Skolinux im Moment steht und wie es weitergehen wird. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bitte jetzt den norwegischen Projektleiter Knuti, can you please come? So, wir müssen ein bisschen umbauen, wir bauen jetzt einen Beamer auf und eine Leinwand, das dauert einen kleinen Moment. Sollen wir denn? Ja? Wir müssen das Licht hier ändern. Ja. Ladies and gentlemen, I recommend you just sit down, but just take 3 minutes to talk to each other, get on to each other, because there are not only people there. When we are preparing the overhead. Thank you. Thank you for speaking and thank you for everybody meeting. Developers, users, at least we have also the mayor, it's interesting, and also the headmaster, thank you for your nice and kind lending us your school. So I got to talk a little about how we started Skolinux, why we did this, and also I'm going to tell a little about the community. So I just start. Show me the first foil. This is probably the main reason that we are interested in using free software. In Nittedal, my home municipality, they have 6 employees running. Thank you. There are 60 employees running 400 users in the municipality, in the administration. The operational cost per PC is around 800 euro. In Nittedal, they also have 10 primary schools with 506 PCs. They're gonna increase that to 1,000 PCs this year and next year. And the system is maintained with an operator with half a position, 2.5 days a week, 500 PCs, 11 servers. In addition, the school has a local ICT responsible person with 1 to 4 hours of every school doing end user support. Every school has approximately 300 users. The operational cost per PC is 100 euro a year. And compared to the regional hospital, they pays almost 4,000 euro to operate a standard office PC. So the administration have at last 5 times more money to operate a PC, and the expectation to a school PC is almost exactly the same in the school environment as it is in the public administration. It's probably like this. The schools need more advanced tools to do their homework than a public servant using PowerPoint, Excel, and Word, and email, because the pupils learn to write, to learn sending emails with drawings to pupils in other countries, they learn to make music on the system. So it's more advanced used in school. Next foil. So the situation is in Norway that many principals have to choose between hardware and people. Most of the schools have to pay expenses that compare to one or two teachers to pay for the operational cost. This is the situation today. Next, please. So, when we started in 2001, we decided we have to have a solution that solves this issue. So we made a
complete ICT solution with network, operational concept, digital user profile, and open office and 75 user programs that you can use in the school's environment. And very important, the language has to be in our mother tongue. A lot of the ICT programs in Norway was in English. It was difficult to understand for the pupils in the second grade. They didn't understand. So you really need the road signs or the electronic highway to be in your other language. If you are a German, it has to be German. If it is Norwegian, it has to be Norwegian. Americans don't care. And it also have to make for the school budget. Next, please. So the basic idea why we did this was that pupils interested in technical under the hood things could learn from older people. We're doing exactly the same thing that we have done in natural science, learning from examples from others that has invented something, learning from Einstein, learning from Gödel, he's a known figure in Germany, I believe, learning from Heisenberg, okay. So, using our mother tongue and getting more ICT equipment by reusing software, reusing equipment, to take our equipment and increase the lifespan in 3 years. And with Linux that is possible because it don't demand so much of the hardware. Next, please. When we started, it was 25 people saying that they would participate. 30 met on the first meeting, 2nd of July 2001, in Oslo. After a couple of months, we grew to 40 persons. And in the beginning, we didn't have developer gathering. So we have all these problems with all these discussions. So we really needed developer gathering meeting together. So people that believe that software is just developed on the internet, that's not true. We need to meet. Next, please. Today, the situation today, that over 64,000 man hours is put down to making School of Linux. We also have had 25 developer gatherings, 18 in Norway and at least 7 internationally, it's probably more. And the versioning system is our project. You have to commit. This is a bit technical thing before people that haven't heard about it, but we put everything as in a public administration. You have an email system and you have a case repository where you put your public letters and your reports and everything is taken care of into the future. It's like this in software too. You commit, you put into your work, into the repository or in the electronic database, and you store it for the future, the different versions of your work. Next, please. Today we have over 200 schools using School Linux, and hardware vendors say it's more. Next, please. And we also have some golden rules just to let people know how we work in free software development. All code, translation and documentation has to be committed to concurrent versioning system. It's a new system now, but we call it that. Bugs has to be committed and it has to be open. We don't hide our faults. We don't put that away and keep it away from the customer. We show it just to improve. We also following the licensing terms, and this is most important point, helping people to help themselves. It's not the Norwegian that's going to teach the German how to do School Linux. It's the Norwegian that's going to help the Germans to help themselves, if they want to. And probably people in Africa too, or in Russia.
The person who does something decides. The power is bottom up. We call it duocracy. It's a liberal term. I'm myself a social democratic person, but I here in Free Software Development believe in duocracy. Next, please. We have done some research for the Ministry of Education in Norway, counting servers, counting operational costs. We have used around 80,000 euro investigating this. The municipality of Oslo have used even more. The main city in Oslo used even more. So this is some of the result that shows that if you're gonna start with old hardware and you want to use thin clients on the left hand side here, you need more servers. We have now developed a new technology. It's not new, it's 20 years old, but we use it again. With half thick clients, then we can use newer hardware with sound, with CD-ROM, with USB memory, and we need even less servers. But if you look over here, the opposite technology that often are argued for instance, Citrix thin clients, is very many servers and it's more expensive to operate. So if you show me the next summary, it shows the prices for every terminal, what the operational cost in the marketplace when you go out and buy professional operational support, supporting servers and helping the schools operate the system, as you do when you're buying a telephone and it just works and the teacher are using their time teaching. So out here you have half thick clients, that is the future, is half the price from School Linux thin clients in operational costs. So School Linux, to sum it up, School Linux is built on voluntary work, it's duocracy, it's Norwegian language, German language, it's your native language on the electronical highway. It's creating and sharing the creation together in the community. And you can, if you want to, earn money on it. You can make yourself a firm that supports and operates with this operational cost, the school or private sector. And the last thing is that it gives people the freedom to create their own future. This is the basic idea. And as you can see, this is strange for me coming from Norway. It's a lot of people in Germany joining in. So thank you, people. Thank you for coming. Just ask question. We have 5 minutes, I believe. I believe in the practical life, the teachers are aware of school learners in the decision of choosing a different operational system when in the municipality, in the school. Then they get some basic training on the system and then they decide. The other area, the teachers, you French people have to shut up. I have to say it.
And the other area the teachers are participating is in the project. One third of the person that are in the project are teachers. But we have had much, much greater success in Norway telling about school Linux in schools. So in Norway, almost every teacher has heard about school Linux. And that's a big difference because of our speaking about, we have spoken a lot of school Linux and showed it on conferences. And I believe that this even has to be done more. So the Norwegian Ministry of Modernization and the Ministry of Education are helping out with showing that it works, showing that you can believe that and try to use it and get to know it. So now our biggest objection in Norway is not the teacher, it's the ICT department that strikes against it because they have just learned products, not their craftsmanship in doing ICT and running computers, because running computers are not or almost the same when you're doing Windows or Linux. Thank you. More questions? We need probably one more, then I'm going to stop. If you have one more, it's okay too. It's different project. I don't believe it's two main competitors. It's K12 LTSB and it's Debian EDU or School Linux that are in operation and it is installed. I believe, I don't really know this, but I believe that K12 LTSB is going to change to EDU Ubuntu. That is a classroom solution. But School Linux is a municipality solution. And you can also use it locally inside a school, just a single installation. But you can also scale it into the municipality. And they do. They use it on 10 schools and operate it from a central place, surveillance, this surveillance and so on. So the biggest problem is not that it is too competitive in the school market, because we are almost doing the same thing and we work together. This is free software. The biggest problem is that people taking a non-school distribution and put it in and use all the same manpower setting this up as they do in Windows. Okay, so they use 200 hours each school with Red Hat or SUSE or Debian with no Debian EDU but just the Debian thing, and then you need all this knowledge. And we often say in Norway, if a teacher with non-knowledge about computers can set up on 3 servers, 100 thin clients or half thin clients, or at least 100 thin clients, and they can do that, and the ICT department in the municipality says that they can't do this, how is it stupid then? So the problem here is that it's a whole market with self-interests, upkeep. I call it the upkeep market, the install market, where people get paid installing software and they take a lot of money for it. But we in school Linux are moving that job away and say you don't need to do that. And even EDU Ubuntu are stepping up to get a municipality solution in 1 year or 1.5 years from now, I believe. So the really choice is, are you going to configure your brains out? Or should you learn from people who have done large installation and copy them? And it's cheaper to copy the guys that have done large installation than invent the wheel yourself. That's free software. May I ask a question concerning the relationship between Linux and the Spain experimental experience with Linux? Because I just came last week from a meeting. But I was waiting test, I didn't know very much, but we have 70,000 installed base in all of the schools, and so it is quite similar in Linux, so I don't know if you are more comfortable. Yeah, I know about Extremadura, we have an agreement working together with them. So you talk about he talks about the Spanish project where the EU financed a region
bit different from the original because you have a municipality solution. The solution they have chosen is one server and one computer for every second people, and they log in just on that one computer. Solaris is logging everywhere. That's a big, huge difference. They also use a lot of thick clients, so they have higher maintenance costs for every school compared to Solaris because of the architecture and our way of reusing with half thick clients and thin clients. Also, you can use thick clients or Windows clients, but then the expenses goes up a bit, but not so much, but a little. So they have fine-tuned a Debian solution, and they got the money to do that, and the engineers. But they don't so much give back to the free software community. So the solutions are not spreading. School Linux gives everything back, and we are spreading. The other thing, we don't get the same kind of finances, so we have to do it our other way. So we're spreading in much more schools than Extremadura. 250 schools is done almost voluntarily or selling hardware. So we are totally different, not governmental spreading strategy, but they are ruled out by the government. The Norwegian government say you can decide for all the school what to do, so we won't do that. But they can do it in a district in Spain. They can say, this is the solution, take it. And a district in Spain could be larger than Norway for itself. But in Norway, 3,800 schools or 4,600 or something. In Extremadura, it's 180. So it's very similarities, differences, but we are free software, we sharing. They are, well, sharing a little, but we don't see it so much. We had hoped they will share more. That's a long answer, but it's no competition, it's just more how we organize things. Yes, I believe my time is up. Kurt, who is, who has the, I get scheduled. You can just ask questions, I can stand there many hours. Next will be Pierre. Next would be... We have the French people that has examples of who, how to do things. So thank you for listening to me. Thank you.